Erinnern Sie sich noch? Auf der Bank habe ich schon mal gesessen mit der Susanne. Das Video habe ich oben verlinkt. Heute habe ich die Wiebke neben mir. Die wird uns nämlich mal einige der Gärten zeigen, die zu diesem Transition Town Projekt in Essen gehören. Du hast mir gesagt, du führst mich jetzt zu den wichtigsten Punkten hier durchs ganze Stadtgebiet. Mhm, genau. Vielleicht ein paar Worte zu dem Garten hier. Das war der erste, habe ich gehört. Richtig, der Siebengarten hier in Bergerhausen, das ist der erste Garten. 2012 sind die Planungen da losgegangen. Und er liegt direkt an einem Park, was auch sehr einzigartig ist. Und ja, hier hat im Grunde alles begonnen. Und von hier aus... hat sich die Bewegung dann durch Essen verbreitet. Genau, richtig. Da wurde dann eingeladen, ob es noch mehr Gärtner gibt und wir noch mehr Gärten aufbauen wollen. Und daraus sind jetzt mittlerweile ungefähr 15 Gärten entstanden. Mal ganz abgesehen davon, angenommen, ich wollte hier mitmachen. Ich komme einfach vorbei, Ahrensstraße. Ahrfeldstraße. Ahrfeldstraße, da komme ich hier vorbei und wenn jemand ist, dann sagt er mir, was ich tun soll. Richtig, beziehungsweise an bestimmten Tagen, samstags ist hier, glaube ich, Gartentag, da kann man dann einfach vorbeikommen, man muss nirgendwo Mitglied werden, man kommt einfach hin und guckt, was zu tun ist und guckt, ob einem das Spaß macht. Super, also diesen Garten habe ich ja in dem Video mit der Susanne schon mal vorgestellt, den können Sie sich hier oben in dem Link ansehen. Wo ist das nächste, wo wir jetzt hinfahren? Wir fahren jetzt in den Haumanngarten. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei euch im garten.de/blog und auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt bin ich total durcheinander, jetzt schiebe ich noch den Hahn hinterher und wir fahren jetzt zu diesem Garten. Haumanngarten. 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 Oh mein Gott, ich habe nur ein schlechtes Personengedächtnis. Wiebke, jetzt sind wir hier 13 Minuten durch die Stadt gefahren. Ich sehe hier Bäume. Das war früher ein Spielplatz. Richtig. Wie heißt das Ding nochmal? Haumanngarten. Gut, und du übergibst das Wort jetzt an den? Michael. Michael, mein Personengedächtnis. Jetzt mach dich mal vom Acker, geh den Kaffee trinken. Der Michael führt mich jetzt hier mal rum. Wie lange existiert das Ding schon? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja, genau. Und du bist von Anfang an mit dabei? Ich bin von Anfang an mit dabei. Also das war so, dass die Stadt hier diese ehemalige Spielplatzfläche zur Verfügung gestellt hat für uns als Gemeinschaftsgärtner. Und dann hat sich am Anfang eine kleine Gruppe von 3 Leuten getroffen. Und wir haben dann halt überlegt, was wollen wir anpflanzen. Und so ist das allmählich größer geworden und gewachsen. Zeig ich mal dein Domizil. Komm mal mit. Michael, ganz ideal sind die Voraussetzungen hier ja nicht. Ziemlich viel Schatten. Ehemaliger Spielplatz. Du hast mir erzählt, da ist nur 40 cm Boden aufgefahren worden. Darunter ist noch Spielsand. Ja. Damit kommt ihr trotzdem zurecht? Ja, wir kommen damit zurecht, weil wir es auch gar nicht so sehr auf riesigen Ertrag anlegen, sondern einfach die Lust haben zu experimentieren. Also immer wieder mal neue Pflanzen hier säen. Und wir haben halt alle keinen eigenen Garten. Und das ist für uns einfach sehr spannend, diese Erfahrungen zu machen. Ne? Und wenn wir jetzt wirklich, so wie du das machst, ernsthaft versuchen würden, Selbstversorgung zu betreiben, dann wäre das hier ehrlich ein ungeeigneter Ort. Aus den Gründen, wie du gesagt hast, zu schattig, der Boden, zu viel Sand drin und so. Aber das ist gar nicht unsere Hauptmotivation. Wie gesagt, experimentieren, sich hier gemeinsam treffen im Garten, nach der Arbeit einfach mal ein bisschen ausspannen, das sind so die Gründe, die mir auch persönlich Spaß machen, warum ich hier dabei bin. Also Knoblauch muss wachsen hier? Knoblauch... Ja, ich weiß, man riecht es. Entschuldige, also Knoblauch wächst. Dass ich gerade eben noch probiert habe. Das war nur ein Scherz. Michael, in den 3 Jahren, was wächst besonders gut und woran beißt ihr euch die Zähne aus? Also gut wachsen Bohnen, Erbsen, Erdbeeren war auch okay. Woran beißen wir uns die Zähne aus? Also der Grünspargel ist ein Scherz, also das hat noch nicht richtig funktioniert. Da kommen ganz vereinzelt schwache Pflanzen raus und die Kartoffeln war auch ein Scherz. Also da haben wir, sagen wir mal, in der Größe Kartoffeln gesetzt und die Ernte waren dann 10 solche kleinen Kartoffeln. Also das hat bisher auch nicht funktioniert. Wir haben allerdings so eine sonnige Ecke, wo ein bisschen Sonne mehr hinkommt, wo wir jetzt in diesem Jahr erstmals Kartoffeln auch hingesetzt haben und wir haben die Hoffnung, dass in diesem Jahr dann sogar die Kartoffeln was werden. Michael, wie bist du eigentlich zu dieser ganzen Geschichte hier gekommen? Ich meine, bist du irgendwann mal... Also was war der auslösende Punkt?
Das weiß ich ganz genau. Ich bin mal mit meiner Schwester nach Berlin gefahren und mein Neffe, der ist schon knapp über 20, hat gesagt, wenn ihr beiden nach Berlin fahrt, dann guckt euch unbedingt mal die Berliner Gemeinschaftsgärten an, ist sehenswert. Ja. Und dann waren wir da, haben Prinzessinnengärten gesehen, Almende-Kontor da auf diesem ehemaligen Flughafen. Und das fand ich einfach sehr faszinierend, wie es da aussah. Ich fand das so schön, inspirierend. Ja, das war, glaube ich, für mich wirklich der Auslöser, wo ich gedacht habe, das interessiert mich. Da möchte ich mich mehr mit beschäftigen, mit Gemeinschaftsgärten. Ist der Andrang groß hier? Kommen immer wieder neue Leute dazu? Oder seid ihr nur so eine eingeschworene kleine Clique, die hier wurschtelt? Das gehört auch zu unseren Prinzipien, dass wir keine kleine eingeschworene Clique sind, sondern jeder immer dazukommen kann. Und es gibt schon so einen Kern, der jetzt, sagen wir mal, von Anfang an dabei ist. So, sagen wir, 4, 5, 6 Leute. Aber es kommen immer wieder auch neue dazu. Manche merken auch nach einem Jahr, ach, das ist doch nichts für mich, Gärtner, dann sind sie wieder weg. Dafür kommen dann neue dazu. So, das ist eine kleine Fluktuation, aber zum Glück auch ein Kern von Leuten, die die ganze Zeit dabei sind. Also Michael, ich bewundere euren Enthusiasmus hier, ehrlich. Oh, danke schön. Also ich muss, das klingt jetzt nicht überheblich, wie soll ich das sagen? Ohne jemanden zu verletzen. Wenn du mal die Chance hast, kommst du mal bei mir im Garten vorbei. Ja. Und dann guckst du dir das mal an, wo die ganze Sache ein bisschen zielstrebiger gemacht wird. Ja. Vielleicht kannst du da ein paar Anregungen mitnehmen. Aber ihr macht es ja auch nicht, um vornehmlich Gemüse anzubauen. Es ist eine beruhigende Angelegenheit. Genau, es ist ein Experimentierraum, eine beruhigende Angelegenheit, ein Ausgleich zur Büroarbeit. Ne? Viele von uns sind Leute, die den ganzen Tag, sagen wir mal, vorm Schreibtisch, vorm Computer sitzen. Und dann ist das einfach ein schöner Ausgleich. So nach der Arbeit noch 1, 2 Stündchen hier ein bisschen in der Erde buddeln. Also das ist eigentlich die Hauptsache. Wir wollen schon dann mal die Erfahrung machen, dass wir auch mal eine Packung Stangenbohnen mit nach Hause nehmen können. Aber es ist nicht das Ziel, dass wir uns jetzt wirklich davon ernähren. Auch ich muss noch im Supermarkt einkaufen. Wenn dir jetzt jemand ein Grundstück anbieten würde, 5000 Quadratmeter, würdest du zuschlagen? Nee, weil ich jetzt hier die Erfahrung gemacht habe, wie viel Arbeit selbst 100 Quadratmeter sind. Und ich wüsste, dass ich dafür nicht die Zeit habe, für 5000 Quadratmeter. Okay, Michael, ich bedanke mich. Ja, ich gerne. Ich muss weiter, geh zum nächsten Garten. Schön, dass du da warst. Verfolgst du eigentlich mal meine Videos? Ja, ich gucke die oft an und ich habe dir eben schon gesagt, ich schätze sehr an dir, dass du ganz offen Fehler darstellst und man da eigentlich am meisten daraus lernt. Das ist dadurch auch unterhaltsam, dass ich nicht so selbstüberheblich rüberkomme, sondern sehr ehrlich. Danke für das Lob. Weiter so. Okay, nächster Garten. Wiebke, wie viele von solchen Gärten hier irgendwo mitten in Essen, neben Hochhäusern und in irgendwelchen Parkanlagen oder Spielplätzen, wie viele hast du noch zu bieten hier? Heute haben wir noch 2. Noch 2? Ja, wir sind jetzt hier im Plankgarten. Ja? Yeah. Und danach geht's noch zum Lorengarten. Und wen hast du mir mitgebracht? Wer soll mir was über den Plankgarten erzählen? Die Eva am besten. Die Eva, okay. Weißt du was, tu mir mal einen Gefallen, geh mir mal eine Cola holen, ja? Eva, erzähl mir mal, was dich denn hier so ran fasziniert. Ach, es macht einfach totalen Spaß, hier mit allen Leuten zusammen ein bisschen zu gärtnern. Und Sachen auszuprobieren, immer was dazu zu lernen, wie man kompostiert, wie man irgendwie so ein bisschen sein eigenes Gemüse produziert. Und ja, aber vor allem geht es darum, einfach Zeit zu verbringen und vielleicht hier in dem Viertel so ein bisschen zu zeigen, was man machen kann, wie man leben kann. Ja, alles daran macht mir Spaß. Was war denn dein größter Misserfolg an dieser ganzen Geschichte hier? Ich nehme an, Misserfolge hast du gehabt. Ja, wir haben auf jeden Fall Misserfolge. Also, der größte Misserfolg war vielleicht, wenn wir halt Dinge hier in unserem Hauptbeet angepflanzt haben und gesehen haben, dass aufgrund von zu viel Schatten das halt nicht so gediehen ist, wie wir uns das gewünscht hatten. Oder wenn wir halt aus Zeitgründen doch nicht alle unsere Pläne verwirklichen konnten. Und was war dein größter Erfolg? Die größte Ernte, die dich am meisten begeistert hat? Ach, ja, also ich meine, der Mangold und Kürbis und Zucchini, die gedeihen ja fast überall prächtig, auch hier. Und der größte Erfolg ist eigentlich einfach, dass das Gärtnern mit den anderen zusammen und das Zeitverbringen und zu sehen,
wie man einfach mit Leuten, die man am Anfang vielleicht gar nicht so kennt, was Schönes aufbauen kann. Und wenn alles so schön... Würdest du jemandem, der jetzt in einer anderen Stadt wohnt, wo es solche Projekte nicht gibt, würdest du dem empfehlen, pass mal auf, lauf zum Bürgermeister und... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also es ist nicht nur die gärtnerische Betätigung, auch das ganze Umfeld, genau. Die Leute dabei, das ist das, was die Faszination ausmacht. Ja, würde ich jedem empfehlen. Hier, wir haben ja jetzt durch die grüne Hauptstadt schon auch so ein bisschen Unterstützung bekommen, was auch nicht immer ganz unkritisch war, weil das sind natürlich immer so punktuelle Unterstützungen und wir wünschen uns natürlich von der Stadt eigentlich so ein bisschen nachhaltigere Unterstützung, wie zum Beispiel zu sagen, alle Gärten kriegen jetzt Wasseranschluss. Yeah. Am Anfang, hier ist jetzt der zweite Sommer und im ersten Sommer hatten wir gegenüber ein Flüchtlingsheim, die immer Tetrapacks Wasser geschenkt bekommen haben pro Tag und die haben wir dann abends dort abgesammelt, umgefüllt und damit unsere Pflanzen gegossen. Und das ist natürlich ein bisschen mühsam und auch jetzt müssen wir uns das Wasser quasi selber von der Stadt hier anzapfen und kaufen. Ja. Also wir haben keinen dauerhaften Wasseranschluss hier. Eva, ich wünsche dir hier viel Glück in deinem Garten. Danke. Das ist ja nicht deiner, aber in dem Garten. Ja. Ich sehe die Wiebke, die ist schon wieder am Winken, wir müssen weiter. Ja. Tut mir echt leid. Wenn du mal Zeit hast, kommst du bei mir vorbei. Ja. Guckst du dir mal an. Ja. Ich muss weiter. Wiebke, sind wir jetzt letztendlich in deinem eigenen Domizil hier angekommen? Also deinem eigenen nicht, aber in deinem Gärtchen jetzt hier angekommen. Genau, wir sind jetzt hier im Lorengarten. Du hast mir eben erzählt, Lorengarten, das hat, der Name ist schon irgendwie synonym für irgendwas. Ja, diese Fläche hier war mal Ort einer Lorenfabrik von Krupp. Und die Fläche ist deshalb auch belastet und wir können nur in Hochbeeten gärtnern. Da hast du aber kein Problem mit der Belastung. Nee, insofern nicht, als dass das Material, was wir in den Hochbeeten haben, das holen wir von außen ran. Und insofern können wir in den Hochbeeten auch unser Gemüse pflanzen. Und im Boden, da sind dann hauptsächlich Blumen. Also ihr seid echt nicht zu beneiden hier, weißt du das? Also was bin ich froh, dass ich da hinten irgendwo auf dem Land wohne. Keine Industrie weit weg, ganz so weit weg. Da gibt es schon Industrie. Aber du bist glücklich hier mit dieser Geschichte. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Es ist sehr zentral. Wir haben hier im Grunde alles, was wir brauchen. Es ist ein Fleckchen Erde, bei dem man sich mal austoben kann, wo man auch lernen kann, wie sowas geht. Und wir sind hier ziemlich zentral. Also wenn ich Durst habe, gehe ich eben rüber zur Bude, hol mir was. 5 Minuten bin ich zu Hause. Die Bahn hält in unmittelbarer Umgebung. Ist alles klasse. Denk mal 3 Jahre weiter. Wie sieht das dann hier aus? Dann sieht es hoffentlich noch etwas besser aus. Also dann haben wir uns wahrscheinlich ein bisschen erweitert. Wir sind ja so langsam dabei, diesen Platz hier für uns einzunehmen. Haben im letzten Jahr den einen Bereich bespielt, unsere großen Hochbeete aufgebaut. Im zweiten Jahr ist hier das Gewächshaus hinzugekommen, das wir geschenkt bekommen haben. Und die ganzen kleineren Beete im vorderen Bereich. Und wenn unsere Gruppe so wächst wie jetzt in diesem Jahr, da sind nochmal 4 Leute hinzugekommen, dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch mehr Platz. Und dann haben wir auch noch eine große Fläche, die wir im Grunde für uns einnehmen können. Und das wird natürlich auch wieder alles in Hochbeeten stattfinden. Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich auf den Zahn gefühlt. Wenn du im Garten bist, liegst du mehr auf der Liege oder bist du mehr am Unkrautzupfen? weder noch. Also das Unkrautzupfen, das kommt dir so ein bisschen zu kurz. Aber auf der Liege liegen tue ich auch nicht. Ich bin schon sehr gerne Gärtner. Also ich bin schon sehr aktiv. Ich pflanze gerne Sachen. Ich baue aber auch gerne mal so das eine oder andere. Und Müßiggang im Garten ist gar nicht so meins. Das kommt mal so zwischendurch. Vor allen Dingen auch, wenn eine größere Gruppe sich zusammenfindet, dann gibt es immer wieder Bier von der Bude und dann sitzt man da rum. Oder was hat dich bewogen, mich anzurufen oder anzuschreiben, um hier mal vorbeizukommen? Ja, ich fand es einfach eine tolle Idee und auch eine tolle Gelegenheit, mal die Gärten hier in Essen zu präsentieren, weil wir auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, hier in der Stadt zu gärtnern und auch alle mit unterschiedlichen Bedingungen umgehen müssen. Ja, in der Tat, das habe ich gesehen. Also. Ja, das ist sehr offensichtlich. Aber es ist eben eine Freizeitmöglichkeit und insofern, wir lernen mit diesen Sachen umzugehen. Und deshalb ist es halt auch schön, wenn dass du
dich dazu bereit erklärt hast, zu kommen und dir das anzugucken. Ja, ja, ich bin immer auf der Suche. Wenn Sie irgendwas haben, schreiben Sie mich an. Wenn sich die Möglichkeit bietet, ich komme vorbei. Genau. Liebe, ich gebe dir wie den allermeisten die Chance, am Ende eine Botschaft nach da draußen zu schicken. Mhm. Schick mal eine da, also da, wo die Kamera ist, da sind ungefähr da die Leute. Schick mal eine Botschaft raus. Ja, eine Botschaft. Also bei uns in Essen hat es sich bewährt, sich als Gärtner, als Gemeinschaftsgärtner zusammenzutun. Also auch untereinander, wenn es viele Gemeinschaftsgärten in der Stadt gibt. Trefft euch, beratet euch gemeinsam, dann habt ihr, so wie wir hier, eine viel bessere Chance, eure Interessen gegenüber der Stadt oder Verantwortlichen durchzusetzen. Das hat es uns hier wirklich doch recht einfach gemacht, innerhalb von 3 Jahren 15 Gärten auf die Beine zu stellen. Jetzt habe ich noch eine große Anliegen an dich. Ich bedanke mich bei dir. Weißt du warum? Dass du mich nicht noch durch die 13 nächsten Gärten schleppst. Ich kann Ihnen sagen, das war echt ein harter Tag. Ich bin jetzt seit heute Morgen 10 Uhr bis heute Abend knapp 7 Uhr oder was, haben wir jetzt sausig hier von einem Garten zum anderen. Junge, das arme YouTube-Schlucker hat mir das nicht einfach. In diesem Sinne, Like-Button drücken, abonnieren, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen der Links da unten. Da kann ich demnächst vielleicht auch nach München oder Barcelona fahren, mir Gärten angucken. Ja, in diesem Sinne. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Wieder freiwillig. Bis dann.